Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroad. Ich habe eine neue Schweizer Karte runtergeladen und zwar Killwangen-Spreitenbach. Titel: Rush Hour in Limmertal. Willkommen im schweizerischen Limmertal frühmorgens hier in Killwangen-Spreitenbach. Einem Trennungsbahnhof kurz vor Zürich wird der komplette Ost-West-Verkehr abgewickelt, inklusive einem Teil der S-Bahn Zürich. Auch die Strecke in das nordwestlich gelegene Basel führt hier lang. Zudem werden an dieser Stelle viele Güterzüge in den Rangierbahnhof Limmertal RBL eingeleitet. Züge total 48, Strafen beim Bremsen, Personenzüge keine Strafen bei Güterzügen. Okay, Regelgleis links, Maximalscore 1350, 65 Minuten ungefähr. Der Gleisplan wurde so genau wie möglich implementiert. Die Züge bis auf die Güterzüge verkehren exakt nach dem Fahrplan 2022 und sind mit den richtigen Zugnummern beschriftet. Zur Einstimmung findet man im Internet dutzende Videos von Killwangen-Spreitenbach, diesem eisenbahntechnisch höchst interessanten Ort. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein als FTL und schauen, dass wir hier alles soweit hinkriegen. So, hier haben wir schon den ersten Intercity, der fährt auf Killwangen-Spreitenbach 3, Meiningen 2. Und jetzt zeige ich euch mal was. Mit Shift auf ein Autosignal kann man hier eine permanente Fahrstraße machen. Das heißt, hier muss man dann erstmal nichts mehr machen. Das gleiche werden wir auch hier machen und ab da dann händisch. Södler Gleis 6. Ja, aber auch bis dahin können wir es automatisch lassen. Hier händisch und er will, was willst du nochmal? 3. Okay, Gleis 3 und dann da lang. Und das hier kann auch automatisch sein, der Part hier oben. Sehr gut. Wenn er dann da... Ah, du hast eine Durchfahrt, das ist der Interregio. Auf Itikon Gleis 5. Das ist das hier. So, und der Part hier kann auch automatisch sein. Hier wieder händisch, je nachdem, wenn wir irgendwo anders hin müssen. Das ist sehr praktisch. Das spart uns ein bisschen Arbeit. Okay, ein bisschen vorspulen. So, da haben wir den nächsten Intercity. Der macht genau das gleiche wie der hier. Södle, dann fährst du einmal hier rein. Hier nochmal so. Perfekt. Mensch, wenn ich das früher gewusst hätte, dass man hier da diese permanenten Fahrstraßen machen kann, dann hätte ich mir sehr viel Arbeit in der Vergangenheit gespart. So, von Neuenhof kommt ein Zug. Interregio 16, Killwangen-Spreitenbach, Gleis 5. Södele, einmal Gleis 5. Du hast da Durchfahrt und dann Itikon Gleis 5. Das fährst du dann hier runter. So, nächster Intercity, Killwangen-Spreitenbach, Gleis 3. Ja, rein mit dir. Und du bist noch 6 und dann Didikon 5. Und dann hier rauf. Geil! Das ist die Frage, welches Signal macht es jetzt hier als erstes? Ja, das dachte ich mir. Das obere muss zuerst. Nice. Und die nächsten. Was haben wir hier? Interregio 36, der will dann über Gleis 4 nach Neuenhof. Was? Shit. Punkteabzug.
Ja, warte mal ganz kurz. Du bist dann auf Gleis 4. Ich glaube, hier kann man es automatisch machen. Ja, du bist auch über die 4. Das finde ich jetzt aber gerade doof. Das heißt, du kommst dann zuerst auf die 4. Damit der noch 9 hoch rüber. So, und dann er hier auf die 4. Perfekt. Ja, kein Halt. Er auch nicht. Er durch. Perfekto. Was? Ah, shit. Okay, das ist ein bisschen risky. Mit diesem Autosignalen. Das müssen wir immer den Schluss prüfen hier. Weil einerseits, ich glaube, ich mache das mal. Stell das mal auf die 5 permanent ein. So, er will über die 3 und dann auf die 2. Und dann hier rauf. So, Kielwagen Spreitenbach Gleis 6, Dietikon 5. 6 und dahin. Alle am Durchfahren hier. So, schneller bitte. Oha, der erste Güterzug. Der wird nach RBL West 3. Das ist hier oben. Ja, komm du mal. Ich glaube, wir fahren hier so. Ja, perfekt. Und du auf die 4, das passt auch noch. Wenn du bei der 4 bist, wo geht's denn hin? Nach Meilingen, Hernisberg. Ach, der fährt dann nach da oben. Ja, gut. Da wird uns erst bei der Express vorbeirauschen. Und dann sagen wir hier. So. Da müsste das eigentlich super aufgehen. Noch ein ICE. 6 und dann wieder die 5. Alles klar. Die 6 und dann die 5. Perfekt. Geil. Paralleleinfahrt. Auf seine Ausfahrt. Ja, passt. So, da die S12 möchte gern auf Gleis 5 einfahren. Und dann Dietikon 4. Das könnte man, glaube ich, hier automatisch machen. Lassen wir das mal so. Alles grün hier. Ja, okay. Vorspulen. Noch ein Güterzug. So, wir haben wieder die S42. Du bist über die 3 fahren. Und dann wieder nach oben. Was andere Güterzug? Hier. RBLS. Na, RBL West 2. West 2. Bist du. Ja. So rauf. Okay.
So, sind wir erstmal arbeitslos. Weiter geht's in der Zeit. Was so unterschiedliche Train-Sounds wären eigentlich schon ganz witzig. So, der S12 ist da. Dann haben wir jetzt hier Interliga 35, einmal 6 und die 5. Okay, einmal die 6 und dann die 5 hier. Perfekt. Ja, Güterzug, du musst jetzt mal Gas geben. Kriegst von hinten Gesellschaft. Aber das hört sich eigentlich wunderbar ausgehen da mit der SBL. Noch ein Güterzug. Über Gleis 2 nach Neuenhof. Okay, Gleis 2. Nach Neuenhof runter. Du bleibst ja da kurz stehen, ne? Ne, der fährt durch. Okay, aber ich glaube, dann kann ich trotzdem das hier mal einstellen. Sollte uns eigentlich nichts blockieren. Du bist unterwegs. Achso, da oben 40, aber du könntest 100 fahren. Noch ein Güterzug. RBL Mitte. Du bist auf Gleis 4. Okay. Gleis 4 und dann weiter nach Neuenhof. Ich würde sagen, fährt der Güterzug als erstes. Weil bei beiden ist. Wen hättest du gern da als erstes? Einen meiner Güterzüge. Hier macht's Durchfahrten, oder? Ja. Oi, auch mit 40 unterwegs. Mach schneller. S42. Auch wieder die 6 und dann hier so rüber. Was ist alles 40 da oben? Boy. Okay, das merke ich mir. Wenn das da oben alles 40 ist. So, du fährst dann nach da. Ich würde ihn ja irgendwie wahnsinnig gern ausbremsen, damit er hier weiterfahren kann, aber naja. Südli, eine S19 möchte ich auf 5 und dann auf die 4. So, hier auf die 4. Und dann haben wir hier die S12, 4 und 9 Hof 1. Hä? Gleis 4. Okay, jetzt ist ein Problem, dass der zuerst fährt. Weil jetzt blockiert er mir hier die S12. Oh, die bleibt Gott sei Dank kurz stehen. Junge! Ja, ich weiß. Bitte fahr schneller. Oh Gott sei Dank. Er gibt Gas. Mach den Weg frei, mach den Weg frei.
Wer kommt jetzt hier? RBL West 2. Okay. Dann fährst du hier hin. Viel Spaß da hinten in der 40er-Zone. Na komm, gib den Weg frei. Oh ja, Gott sei Dank. 7:06 müsste da eigentlich sein. Vor der Zeit abgefertigt. Neues. S11. Jetzt gern 5 und dann die 4. Okay. Also die... Echt die 5? 5 und dann die 4. So, und du willst nach da. Jo. Geilo, Mattico. Der Legio, der macht 3 und 2 wieder. Also einmal die 3 und die 2 da oben. Perfekt. Double checken, die sind am Verschwinden. Er hat sein Ding, er auch. Ja, bin ich erstmal arbeitslos. In der City. Auch die 3 und die 2. Okay. Das ist ziemlich wiederholend, aber gut. So fahren sie da auch nicht. Oh, von Hirn los kommt jetzt was. RBL West 3. Das war das untere. Viel Spaß. Dann einmal 6 und die 5. 6 und die 5. Wird doch in echt vermutlich nach ähnlichem Prinzip gemacht, so mit dem permanenten Fahrstraßen und dann halt vermutlich Autologik. Ja, fährt auf das Gleis, fährt auf das Gleis. Aber das Vorderleiter tust du dann nur noch überwachen, beziehungsweise eingreifen, wenn irgendein Störfall ist. Hätte ich jetzt mal vermutet. Echt, die Vorderleiter dürfte das gerne mal kommentieren. Auch noch irgendwie ein schönes Foto. Und schon habe ich eins gemacht. Perfekt. Intercity 8. Lass mich raten, auf die 3. Ja, genau. Die 3. Und die 2. Ich glaube, ich bin da in weit unter einer Stunde hier fertig. So, dann haben wir Interlidio 36, der will auf die 5 und die 5. Wie kommst du? Und die 5. Warte mal, ja, das war richtig. Und doch ein Intercity. Die 3 und die 2. Die 3 und die 2. Neues. Oh, zweimal Didikon. Die S11 möchte auf 4 und dann die 2. So, 4 und dann die 2. Und du... Oh, du fährst woanders hin. Du möchtest auch auf die 4. Und dann 9 Hof 1. Wer ist zuerst auf der 4? Der Interregio. Okay. Was auch Sinn macht. So, machen Weg frei. Perfekt. Dann stimmt auch das jetzt hier nicht mehr. Du fährst nach Neuenhof weiter. So, dann hier Gleis 4.
und nach da oben. Perfekto. Mensch, das läuft ja richtig gut hier. Lass mich raten, Gleis 6. Ja, 6 und 5. 6 und 5. 3 und die 2. Perfekt. Mensch, da könnte ich gerade bei der SBB anfangen, wenn das so gut läuft hier. Ja, 40 Sekunden. Ob sich das ausgeht. Yes. Die 5 und die 4 hättest du gerne. Aber die 5 und die 4. Ja, habe ich richtig. Sonst noch ein. Ne. Oh, wir haben mal wieder einen Güterzug. Mellingen, okay. Der fährt da nach oben. Lass erstmal bis dahin. Mit deinen 40 brauchst du eh eine Ewigkeit, bis du da bist. Trigger 36, der will auf 4 und dann 9 Hof 1. 4 und so rüber. Perfekt. Mit dem muss ich aufpassen. Güterzug 07. Auf der 2 S11. Achso, das ist fahrplanmäßig Ether 07er. Als nächstes reinfahren soll hier, okay. Dann mach mal. So, fast forward. Eine S 19. 4 und 1. Wieso? So dumm. Sydney, die 4 und dann 9 Hof 1. Oder? War schon 9 Hof? Ja. Intercity die 3. Wie immer auf die 6. Und dann die 5. 6 und 5. Super chillig mit diesen permanenten Straßen. Ich hab mich schon mal gefragt bei der einen englischen Karte, wo das ja auch eingestellt war, wie man das macht. Und jetzt habe ich mal nachgesehen. Ich habe es ein bisschen ausprobiert. Geil. Güterzug ist jetzt da unterwegs. Noch ein. Du bist auch 6 und die 5. 6 und die 5. Bitteschön. Viel Spaß bei der Durchfahrt. Oh, Industrie Härte schickt was. Wir will nach Würenlos 1. Das können wir machen. Müssen wir aber noch ein bisschen warten. Bis hier frei ist, Kollege. Wie schnell darfst du fahren? 80. Na, einen guten Moment schickt man dich da mal kurz drüber. Weil der 500 Züge pünktlich ab. Oh, geil. Levelaufstieg. Ah, okay. Dann werden wir den hier noch abwarten, Kollege. Du hättest gern 5 und die 4. Wie kommst du? Die 5 und die 4. Was bist du? Du bist ein Güterzug. RBL West 2. Das obere also. Ich glaube, da schicke ich. Ach, die S12 kommt ja auch noch. Ich hätte gern die 4.
4, Neuenhof 1. So, Kollege. Du darfst doch mal schnell da runterfahren. Alles 40 dahin. So, und der Güterzug RBL West 2. Du fährst dann hier rein. Mach so. Liga 36, die 5 und die 5. 5 und die 5. Neun Züge noch. Geil. Also eine Stunde, glaube ich, wäre es halt schon, wenn du halt nicht vorspulst. Jetzt gerne 5 und die 4. Okay. 5 und die 4. Und du bist nach RBL Ost. 1. Ja, okay. Das ist jetzt nicht sehr weit für mich. Aber klar, hier drin der ganze Spaß dann und dann fahren sie auf der anderen Seite wieder raus. Der ist der schon weg? Ist der schon weg? Noch ein Güterzug. Er will nach Neuenhof 1. Du fährst mal bis da unten. Ach, das ist nur eine einzelne Lok. Neuenhof 1. Ist der Güterzug. Also erstmal der S12 und dann der Güterzug. Fährst dann da hier so. Einmal über die ganzen Weichen drüber. Gut. Das sind eh die letzten Züge. Ja, musst warten. Kommt erstmal was mit Priorität hier. So, ich glaube, mindestens einen Punkt habe ich als Abzug, aber ansonsten sollte man eigentlich recht nah am Highscore sein. So, komm, hau ab. Schönen Score sehen. Nice. Gute Arbeit. 100%. Wobei nicht. Ganz eben, drei Abzüge. Intercity hat mal kurz bremsen müssen, der Interliga hat bremsen müssen. Falscher Bahnsteig. Habe ich tatsächlich meine S11 da falsch geschickt? Okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber hat sich auch keiner beschwert. Naja, jedenfalls gibt es da mal einen Daumen nach oben. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr selber spielen wollt, gibt es im Workshop. Link werde ich in der Videobeschreibung reintun. Und dann viel Spaß. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.